Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie, wie immer, zu einem Thema, was mich in meiner Sprechstunde häufig beschäftigt, und das ist das Thema Bauchschmerzen, und zwar immer wiederkehrende Bauchschmerzen oder, wie man gerne auch sagt, chronische Bauchschmerzen. Und dieses Thema beschäftigt nicht nur mich in der Sprechstunde, sondern ganz, ganz, ganz viele Eltern zu Hause. Es ist etwas, was man über kurz oder lang beim Arzt besprechen muss, dieses Thema. Deshalb ersetzt dieses Video den Besuch beim Arzt nicht, das vorneweg. Aber es macht trotzdem Sinn, dieses Video anzuhören, weil wenn Sie das befolgen, was ich hier Ihnen empfehle, dann haben Sie bei dem Arztbesuch, der dann folgt, deutlich bessere Karten bezüglich der Erfolgsaussichten. Wenn ein Kind über Bauchweh klagt, dann hat es dafür immer einen Grund. Ich kann Ihnen nach 20 Jahren Sprechstundentätigkeit sagen, dass die meisten Ursachen für die Bauchschmerzen eigentlich aus drei Bereichen kommen. Aus dem psychosomatischen Bereich, das ist der in Anführungszeichen einfachste Bereich, ich werde es Ihnen nachher gleich erklären. Aus dem Nahrungsmittelverträglichkeitsbereich und aus dem Bereich der Verdauung, sprich der Endverdauung. Auf Deutsch, es hat mit Verstopfung zu tun. Das sind die drei häufigsten Ursachen. Und wenn Sie das abgeklärt haben, dann haben Sie in der Regel auch schon eine ziemlich deutliche Spur für die Ursache der immer wiederkehrenden Bauchschmerzen Ihres Kindes. Die Ursache, die Sie in der Regel am schnellsten selbst herauskriegen, das ist die psychosomatische Ursache. Meistens haben Sie recht schnell den Verdacht, nämlich immer dann, wenn Montagmorgens das Kind über Bauchweh klagt, wenn es in den Kindergarten soll oder wenn es in die Schule soll, und in den Ferien und am Wochenende gibt es nie irgendwelche Probleme, dann ist es ziemlich eindeutig und klar, dass dieses Bauchweh daher kommt. Meistens braucht man dazu keinen Arzt oder wenn, dann eben doch, aber mehr in Richtung psychotherapeutischen Schritten, die da notwendig sind. Oder einfach erziehungstechnischen Empfehlungen, wie man vorgehen kann. Aber die anderen beiden Gründe für Bauchschmerzen, die Nahrungsmittelunverträglichkeiten und die Neigung zur Verstopfung, sind manchmal schwerer zu erkennen. Mein Tipp ist, wenn Sie merken, dass Ihr Kind immer wieder über Bauchschmerzen klagt, mein Tipp dazu ist, dass Sie einen sogenannten Beschwerdekalender so rasch wie möglich beginnen zu führen. Damit meine ich konkret einen Kalender so wie diesen, wo Sie eine Woche überblicken auf einer Seite und wo Sie dennoch pro Tag genügend Zeit bzw. Zeilen finden, um entsprechende Kommentare einzutragen. Also zum Beispiel, wann, um welche Uhrzeit Ihr Kind über Schmerzen klagt, dann lassen Sie sich erklären, wie stark, leicht, mittel oder stark. Und die Ausprägung, beziehungsweise wo diese Schmerzen sind, dass Sie das notieren, regelmäßig. Außerdem wäre es sinnvoll, wenn Sie auf diesen Plan dann auch eintragen, was das Kind gegessen und was es getrunken hat. Warum? Weil, wie gesagt, meistens ein Zusammenhang damit besteht. Und außerdem soll dann noch drauf auf diesen Plan, auf diese Aufzeichnung, wann das Kind einen Stuhlgang hatte und vor allem, wie er aussah. Auf diese Weise entdecken Sie Gesetzmäßigkeiten, die Sie durchs bloße Beobachten und Merken nicht herausbekommen. Wenn Sie über 4 Wochen lang aufzeichnen, dass zum Beispiel immer montags und immer freitags die Bauchschmerzen am stärksten sind, und zwar ausgerechnet dann, wenn das Kind zum Beispiel in der Schule ist und mittags Schule hat. Oder aber, wenn an einem Besuchstag bei der Oma, wo es immer eine besondere Torte gibt, immer an diesem Tag das Kind über entsprechende Beschwerden klagt, dann kriegen Sie das durch das Führen eines Beschwerdekalenders eben am leichtesten heraus. Und was die Verstopfungsbeschwerden angeht, da ist es eben so, dass irgendwann die Kinder ja alleine auf die Toilette gehen und man das nicht mehr zwingend so mitkriegt, mit welcher Häufigkeit ein Stuhlgang kommt. Und da müssen Sie mit den Kindern zusammen eben
genau beobachten, wie groß sind die Abstände und vor allem, was ist das für eine Festigkeit, die dieser Stuhl hat. Wenn Sie das entsprechend dokumentieren und feststellen, das Kind hat alle 7 Tage nur einmal und dann auch noch einen festen Stuhlgang, dann werden Sie feststellen, dass die Bauchschmerzen zu diesem 7. Tag hin, wo dann endlich der Stuhl kommt, immer zunehmen und dann einige Tage nach dem Stuhlentleeren eben nicht bestehen. Wenn Sie einen solchen Plan haben, haben Sie zu 80%, das ist meine Erfahrung, zumindest schon einen Hinweis darauf, was es sein könnte. Und mit größter Wahrscheinlichkeit helfen Sie Ihrem behandelnden Kinderarzt sehr bei der Suche bzw. beim Auffinden von den Ursachen von diesen Bauchschmerzen. Noch ein Wort zu den häufigsten Nahrungsmitteln, die als Verursacher für Bauchschmerzen in Betracht zu ziehen sind. Es ist weniger das Nahrungsmittel selbst als die Stoffe, die drin sind. Bei der Milch ist es nämlich der Milchzucker, die Laktose, das wissen Sie. Das ist der Grund dafür, dass es so viele laktosefreie Produkte gibt. Es gibt sehr viele Menschen, und das beginnt eben auch schon oft im Kindesalter, die Laktose, den Milchzucker, nicht gut vertragen. Und das Gleiche gilt für den Fruchtzucker, die Fructose. Dieser Fruchtzucker ist zum Beispiel im Apfelsaft drin oder in Trauben oder in Rosinen. Und wenn man davon zu viel zu sich nimmt, dann bekommt man sehr starke Bauchschmerzen, die sofort verschwinden, wenn man diese Nahrungsmittel weglässt. Wenn man also eine Idee dafür hat, was dahinter stecken könnte, dann haben Sie die Möglichkeit, durch das entsprechende Auslassen dieser Nahrungsmittel eine Beschwerdefreiheit zu erreichen. Dieser Fruchtzucker, diese Fructose, die wird heutzutage zunehmend als Zuckerersatz benutzt. Das ist ein Problem vor allem für die Menschen, die eben mit dieser Fructose ein Problem haben. Man kann das testen, indem man einfach ganz viel Fructose auf einmal zu sich nimmt. Zum Beispiel extrem viel unverdünnten Apfelsaft trinkt oder Rosinen zu sich nimmt. Wenn danach in den nächsten 2 bis 4 Stunden Bauchschmerzen auftreten, dann ist es ein ziemlich eindeutiger Hinweis dafür. Ich habe zu Beginn gesagt, dass die meisten Bauchschmerzen in diesen Bereichen ihren Grund haben, in diesen 3 Bereichen, die ich vorher genannt habe. Selbstverständlich gibt es noch andere Ursachen, die allerdings weitaus seltener sind, an die man aber oft als erstes denkt, zum Beispiel Blinddarmentzündung oder auch immer wiederkehrende Blinddarmentzündungen. Die gibt es natürlich auch. Sie sind meistens im rechten Unterbauch lokalisiert. Sie kommen und sie gehen, aber eben etwas ganz Spezifisches, praktisch nur den rechten Bauch betreffend. Es gibt natürlich auch Darmwürmer, die Bauchschmerzen verursachen können. Aber ganz ehrlich, die sehe ich so selten. Sie gibt es, aber ich sehe sie so selten, dass es nicht sinnvoll ist, zuerst an diese Dinge zu denken. Dann gibt es auch Harnabflussstörungen, es gibt Nierensteine und es gibt Verengungen in der Harnröhre. All das kann auch Bauchschmerzen verursachen. Keine Frage, aber das ist alles selten. Worum es mir geht, ist es, dass Sie A wissen, ich muss mit diesem Problem zum Arzt gehen, aber ich kann im Vorfeld diesen Besuch vorbereiten durch das entsprechende Beobachten. Und ich verspreche Ihnen, Sie haben eine deutlich höhere Trefferquote, wenn Sie es genau so machen. Husten. Und zwar Husten, so wie ich es als Kinderarzt in der täglichen Sprechstunde erfahre. Und jetzt in der kalten Jahreszeit ist der Husten das häufigste Symptom, weshalb wir Kinder in der Sprechstunde vorgestellt werden. Seien Sie herzlich gegrüßt. Ich heiße Dr. Christoph Metzler und ich bin, wie Sie unschwer an diesem kleinen Stethoskop erkennen können, Kinderarzt. Und ich bin auch Konsiliararzt der geburtshilflichen Abteilung der Klinik Tettnang mit Sicht über den Bodensee.